Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part. Pokémon Hardcode Randomizer als Nuzlocke Challenge. Immer noch mit diesem wunderschönen Hintergrund-Soundtrack. Ach, dieser schöne neue Remix von diesem wunderbaren Routen-Soundtrack. Naja, gut, wir werden dieses Haus betreten. Ich möchte eigentlich das Chaos gar nicht betreten, das ist einfach so schön, aber wir müssen das machen, deswegen, naja. Gut, und was ist hier? Ist das Bill? Okay, das wäre ziemlich komisch, aber es ist anscheinend doch nicht Bill. Bist du hier, um meinen Enkel zu sehen? Sein Name ist Bill, genau den. Und er macht in Johto beruflich irgendwas mit Computern, deshalb hüte ich hier das Haus für ihn. Ach ja, mein Enkel erwähnte, dass es irgendwo ein cool rundes Pokémon mit dunklem Körper geben soll, in dem Blätter auf dem Kopf wachsen. Hast du so ein Pokémon, Pokémon? Wenn ja, dann würde ich es gerne sehen. Nee, ich habe nur ein ich habe keinen Mirapla, weil es ein Randomizer. Aber, ja, nee, habe ich halt nicht. habe ich leider nicht, nein. Du würdest mir es zeigen, habe ich leider nicht. Und da seht ihr es auch schon, da ist etwas ganz Schlimmes passiert im letzten Part. Für die Leute, die im letzten Part nicht eingeschaltet haben, ich empfehle euch im letzten Part einfach mal vorbeizuschauen. Das war ziemlich, ziemlich schlimm. Naja gut, ich habe da Fehler gemacht. Kann man nicht anders sagen. Und hier ist diese Maschine, wo sich damals Bill in einen Pokémon verwandelt hat und wir ihn wieder zurückverwandeln sollten. Also, schöne alte Zeiten, aber hier ist es ein bisschen unaufgeräumter als damals. Aber okay, so ist das halt, ne? Man verändert sich, ne? Naja gut, warte mal, ich werde einmal ganz kurz hier das Radar anschalten und schauen, ob es hier irgendwie ein Item gibt. Einmal ganz kurz schauen, ich bin ja selten am Radar, aber dennoch kann man ja mal gerne schauen. Es sind ja auch keine 100%, also muss ich jetzt nicht alle versteckten Items oder so finden. Das ist ja nicht meine Aufgabe, ne? Deswegen, ja, ist ja nicht so schlimm. So, und ist jetzt irgendwo, vielleicht, warte, ich sollte mal vielleicht währenddessen so drauf drücken. Vielleicht ist ja hier irgendwo der Fall, aber hier ist Wasser, das war damals nicht so. Das war definitiv damals nicht so. Und jetzt sind wir auf Route 24, da ist die goldene Nagenbrücke da drüben. Und, ach, Azuria City wieder. Sehr schön. Ach, ich finde es einfach so schön, in den alten Städten da rumzulaufen, wo wir damals als kleines Kitty noch in Pokémon Blau und Pokémon Rot und Gelb und so weiter rumgelaufen sind. Und da sehe ich irgendwie ein Item in der Nähe. Anscheinend. Ach, okay, da drüben, ja, da waren wir aber noch nicht. Da gehen wir auch noch hin, da verspreche ich es euch, dass wir es noch machen werden. Aber jetzt als allererstes werde ich mein liebes Razorline bestatten müssen, denn es ist gestorben. Schaut euch bitte den letzten Part an, wenn ihr es nicht gesehen habt, denn das ist auf jeden Fall zu empfehlen, denn ja, sonst wisst ihr nicht, wieso er gestorben ist und das sollte man vielleicht wissen. So, muss man natürlich nicht, aber ich empfehle es euch, Team Pokémon, und dann gib mir mal hier Razor, tu ihn da rein. Ach ja, schade, er ist gestorben. Wieso denn? Naja gut, wir haben jetzt schon 8 Pokémon verloren, das ist ja schon ziemlich schlecht, muss man sagen. Aber naja, wir können uns jetzt rein theoretisch Kokowein mitnehmen, denn es ist von Typ Pflanze. Ist zwar auf Level 9, aber habe ich sonst noch irgendwie ein Elektro-Pokémon? Nee, ne? Habe ich nicht. Ich könnte mir Fulipova mitnehmen. Das ist eigentlich das stärkste Pflanzen-Pokémon, was ich habe. Einen Ruffy habe ich ja schon dabei. Ja gut, wir nehmen uns einfach mal, oder wir nehmen uns Gastrodon mit, komm. Er hat Sturmsog, also wenn er mit Wasserattacken kommt, dann haben wir das halt, ne? Weiß Bescheid. Und deswegen, ja gut. Ist okay, aber ich bin trotzdem noch traurig, dass das passiert ist, leider. Ist aber so da gewesen und ja, können wir jetzt leider nicht mehr ändern. Und deswegen gehen wir jetzt in die Arena von Azuria City, um ihn irgendwie zu rächen, auch wenn die nichts getan haben. Aber dennoch werden wir jetzt diese Arena herausfordern. Ich bin kurz weg, Misty, die Arena... was? Du bist weg? Wieso denn? Ich möchte aber gegen dich kämpfen. Und das hat sich ja total hier verändert. Das ist ja ein richtiges Schwimmbad hier geworden. Aber was ist denn hier los? Das Wasser ist die... Wir können hier sogar schwimmen, ist ja cool. Aber wieso können wir hier nicht gegen sie kämpfen? Ich möchte gegen sie kämpfen. Hallo? Wieso bist du nicht da? Das heißt, wir haben Azuria City erkundet, ohne dass sie da war. Ja, das ist natürlich gut. Ich dachte, die wäre hier drin gewesen. Wahrscheinlich müssen wir dann einmal ganz kurz hier runtergehen und nach links gehen. Gut, dann gucken wir uns die andere Stadt als erstes an, bis Misty wieder da ist. Ja, gut. Müssen wir darauf warten. Ich dachte, das wäre der richtige Weg gewesen, wenn wir erstmal hier hochgehen. Aber anscheinend ist es doch falsch. Und wir müssen erstmal von Safronia City aus nach links gehen. Wahrscheinlich haben schon alle schon geschrieben, ey, yo, das ist total falsch, Misty ist noch gar nicht da. Aber okay, wir haben Azuria City jetzt immerhin schon erkundet, haben auch schon einen Trainer hier besiegt. Also komm, wir können uns nicht beschweren. Dann können wir halt, sobald wir den Trainer hier, also die Arenaleiterin hier gemacht haben, auch zur nächsten gehen. So, hier Route 7. Oh, wir können uns hier ein Pokémon fangen. Das ist natürlich sehr schön, das werden wir auch direkt machen. Und wer wird es diesmal? Ein Raichu. Oh, das ist der perfekte Ersatz für Razor. Ja gut, ist mir egal, dass Razor gestorben ist, um ehrlich zu sein. Ab jetzt ist es mir total egal, denn das ist der perfekte Ersatz. Also wirklich der perfekte Ersatz.
Okay, ich werde, glaube ich, Gastrodon reinwechseln. Und ja, er kann mich halt nicht mit Elektroattacken angreifen. Und dann kann ich halt ihn mit einer Aquavelle angreifen. Werde ich nicht genug Schaden machen, aber. Also nicht viel Schaden machen, aber halt so viel, dass es halt doch reicht zum. Nein, ja, okay, ich dachte schon, ich hätte kurz Schlammbombe eingesetzt. Huh, mein Herz, kurzzeitig. Ich möchte mich Raichu nicht verlieren, denn. Oh, ein weibliches Raichu. Ich hätte sonst wieder nach Razor benannt, aber ich habe auch gerade keine weibliche Abonnenten parat. Das ist dieser. Das war gerade schlimm. Ich dachte kurzzeitig, das killt ihn. Oh Mann, echt, bitte spiele ich mit meinen Gefühlen, mit meinem Herz und nicht Gefühlen, sondern mit meinem Herz. Das ist gerade ein bisschen am Ausrasten, so im Motto. Hyperball, jetzt geht er bitte rein. 2, 3 und ja, sehr schön. Raichu wurde gefangen und ich glaube sogar Razor, es tut mir leid, aber ja, nee, werde ich dich doch, ich werde dich so benennen, ja. Razor, du bist zwar nicht weiblich, aber wer weiß, ne? Okay, das soll ich lieber lassen. Wir werden ihn einfach mal benennen nach Razor. Weil ich habe einfach gerade keine weibliche Abonnentin am Parat. Sonst müsst ihr euch einfach mal wählen und dann schreibe ich, dann werde ich euch auch als, also, benennen können. Als ein Pokémon. Oder, ja, nach einem Pokémon benennen können, so rum. So, Razor, du bist jetzt ein weibliches Pokémon. Falls du es überhaupt siehst, ne, dann schreibt ihm sonst in die Kommentare, hey, du bist ein weibliches Pokémon. Oder irgendwie in die Kanaldiskussion. Hey, yo, Razor, schau mal da vorbei, du bist ein weibliches Pokémon, Alter. Okay, nein. Dick da, ja, können wir getrost lassen und hier fliehen. Aber es ist doch cool, Elektroball war halt okay. Aber Raichu ist schon cooler. Und Metallkraut auch, ja, kann man ruhig mal nutzen. Metallkraut halt, ne. So, warte mal, ganz kurz, ich werde einmal ganz kurz wieder nach Items hier schauen. Ich werde versuchen, also ich werde mich anstrengen, das ein bisschen öfter zu machen, da, ob hier Items sind. Und wir könnten hier, upsala, jetzt bin ich gegen meine Tastatur gekommen. Das wäre natürlich gut, also was ist gegen meine Tastatur? Gegen meinen Schreibtisch. Ich spiele ja nicht an meine Tastatur. Falls sich das jemand denkt, ich habe einen Controller. Was steht auf diesem Flugblatt? Ich weiß nicht. Nein, ich möchte das nicht machen. Auf dem Tunnelpfad, Trank, schlecht erzogene Trainer, Pokémon-Kämpfer aus. Okay, da werden wir jetzt erstmal nicht hingehen, denn ich habe keine Lust auf einen Pokémon-Kampf. Denn wir wollen in die nächste Stadt gehen. Nach Prismania City. Und die hat sich auch stark verändert. Quappo ist mein bester Freund. Ob du dir wohl auch irgendwann mal ein Quappo halten kannst? Ja, wer weiß. Und hier ist die Spielhalle. Ja, wie man es halt kennt. Die Prismania Spielhalle. Spiel und Spaß für alle. Aber wir wollen jetzt hier nicht spielen. Wir sind hier aus Ernst. Also wir sind hier, ne, voll ernst unterwegs und so. Nach dem Motto. Tipps für Trainer. Megablock. Bla bla. Megablock braucht keiner. Darauf habe ich jetzt keinen Bock. Und ich werde auch wirklich jetzt hier nicht die ganze Stadt erkunden, denn die ist wirklich ziemlich groß. Sondern werde direkt hier runtergehen. Es ist nur die Sache, dass wir dafür Zerstörer brauchen. Richtig. Das heißt, wir müssen uns ganz kurz mal wieder Tengulis schnappen und. Warte mal, es sieht hier nach einem versteckten Item aus, oder? Sehe ich das richtig? Sieht irgendwie so danach aus. Oh, okay, hier unten ist eins. Hier oben, okay, bei dem Zerschneiderbaum. Irgendwie sowas? War es beim Zerschneiderbaum? Ich glaube schon, ne? Wir schauen einfach mal, ist das hier? Na, okay, das ist da unten. Okay, gut, dann gehen wir einmal ganz schnell wieder zum Pokémon Center und holen uns da das schöne Tengulis wieder. Auch wenn es nur da ist, um Zerschneider einzusetzen, mehr nicht. Und dann können wir es wieder ablegen. Rein theoretisch, ne? So rein von der Theorie her. Bills Present, vor allem. Bills PC. Ne, wir müssen es eigentlich hier lassen. Weil wir können ja sonst nicht, also beim Zerschneider einmal einsetzt und dann wieder in ein Haus reingeht, wird es resettet. So, Gastrodon einmal ganz kurz in die Friedhofsbox, damit hier nicht jeder denkt, dass es tot ist, tue ich es einmal ganz kurz hier in die Ecke rein. Es ist nämlich nicht tot. Noch nicht, ne? Noch nicht. In letzter Zeit sind mir ja ziemlich viele Tode passiert. Also kann es ja immer sein, dass es passiert. Wer weiß. Es ist noch nicht vorbei, meine lieben Freunde. Die ganze Nuzlocke-Challenge noch lange nicht. Also, es können noch viele Pokémon sterben. Auch du könntest sterben. Wer weiß. Deswegen schaltet immer ein und schaut, ob ihr tot seid. Ja, eine sehr, sehr, ja, ermutigende Ansage hier. Auf jeden Fall. So, Zerschneider, Fnooper, mach dein Ding, wie immer. So, und jetzt einmal ganz kurz bitte das Radar anmachen. Und wo ist jetzt das Item, das Versteckte? Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich am Baum, wahrscheinlich müssen wir es ansprechen. Ist ja auch egal. Wir brauchen das jetzt auch nicht unbedingt. Prismania City Pokémon Arena Leiterin Erika. Zwischen all diesen starken Trainern, hier komme ich mir zwar etwas schwach vor, aber es macht mir viel Spaß. Wenn ihr mal die erste Generation gespielt habt, dann müsst ihr mal sehen, was der eigentlich sagt. Das haben sie mich zensiert, denn eigentlich steht er hier am Fenster und sagt ziemlich interessante Dinge, sagen wir es mal so. Mehr sage ich dazu nichts. Also ich würde mal an eurer Stelle die erste Generation spielen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und dann müsst ihr mit diesem Typen hier sprechen, der sagt etwas ziemlich Verstörendes. So viel kann man sagen. Jetzt ist die Frage, wir haben kein richtiges
Pokémon gegen diese Arena. Das ist die Sache. Ich kann halt mit Newcraft agieren, mehr aber auch nicht. Ich habe gar nicht meine Pokémon aufgehalten, merke ich gerade. Naja, gut. Aber ich habe halt nicht so eine richtige Sache gegen die Pflanzen-Pokémon. Außer halt Lawine auf Turtok, mehr aber auch nicht. Und das war's, ja, das war's wirklich. So, erster Kampf gegen die Göre Stefanie. Mit ein bisschen Schluck auf. Und ich merke wirklich, so langsam gehen mir echt die Wörter aus. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt gerade, also das ist jetzt gerade mein viertes Video, was ich am Stück aufnehme. Ich habe davor 3 Parts Zelda aufgenommen. Alles halt für den Urlaub. Und ich habe auch wirklich Bock, also wirklich aufzunehmen. Ne? Das ist ja nicht so, dass ich mich hier irgendwie zwinge. Nur ich merke einfach, dass ich jetzt so nach 4 Parts hintereinander, also wirklich direkt hintereinander, wirklich ohne kurze Pause, manchmal habe ich halt eine Pause von 10 Minuten dazwischen, dass ich dann einfach nichts mehr sagen kann. Also ich kann noch was sagen, aber dann kommen halt Versprecher, dann sage ich fast immer die gleichen Sprüche oder so. Also ich muss auf jeden Fall gleich danach eine 10-minütige Pause machen, denn ich habe eigentlich total Bock, noch mehr aufzunehmen, aber wenn ich dann gerade so bin, wie ich jetzt bin, denn ich habe halt auch kein Thema. Und wenn ich anfangen würde mit einem Thema, würde ich, glaube ich, nicht zum Punkt kommen. Da habe ich ein bisschen vor Angst und ich habe ja Säure drauf. Stimmt, ich habe etwas gegen die Arena, merke ich gerade. Ich habe Säure auf Newcraft. Natürlich ist Newcraft, physisch ausgelegt und ich habe noch nicht den Mülltreffer, aber dennoch ist es jetzt nicht allzu schlimm. Ich kann ruhig diese Attacke hier verwenden. Die Säure, immerhin wird das ein bisschen Schaden machen. Es wird vielleicht nicht bei jedem Pokémon ein One-Hit-KO, aber bei einem Hopspross, ich dachte schon, immerhin bei einem Hopspross wird es was, aber Hopspross, ja, ich dachte halt wegen Hopspross ist halt nicht so das beste Pokémon, aber wir sind halt 3 Level drunter und er halt, ja, Level 45, deswegen ist das wahrscheinlich der Fall und wir bekommen die ganze Zeit kontinuierlich Schaden durch den, nein, bitte nicht. Ich muss ganz kurz meinen Hypertrank einsetzen. Ich habe gerade Angst vor der nächsten Attacke, die kommt, denn so langsam bekomme ich echt viel Schaden und ich wechsle, glaube ich, sogar aus. Das ist sonst ein bisschen zu gefährlich hier, denn die Egelsamen und alles machen mir ein bisschen zu viel Schaden, wenn dann ein Critical Hit kommt. Deswegen lieber nochmal auswechseln. Auf jeden Fall Säure macht halt nicht so viel Schaden, aber okay. Ich glaube, das wollte ich gerade eben sagen. Ich wollte nur meinen Satz beenden, den ich gerade eben angefangen habe und ich weiß nämlich nicht, wie der war. Und jetzt hör doch auf mit der Sprungfeder da. Ja, komm, mach halt die Sprungfeder, du bist halt schneller, deswegen kann ich dich jetzt mit der Lawine besiegen, bitte, so, Lawine. Und das sollte dann auch reichen. Nur habe ich jetzt keine AP mehr auf Lawine, also müsste ich jetzt eigentlich, so rein von der Theorie her, ins Pokémon Center gehen. Aber ich glaube schon, dass Arbok diese Arena alleine schaffen könnte. Ich glaube schon. Ich bin der Meinung. Und ja, deswegen werden wir einfach mal das ausprobieren. Hubbelupf wieder. Ich werde einmal ganz kurz den Hypertrank auf Newcraft einsetzen. Und dann werden wir auswechseln. Und ich bin gerade immer so dabei. Ich hoffe, man hört das nicht in der Aufnahme. Ich spreche jetzt einfach über alles, was mir gerade so einfällt. Ich bin gerade so dabei, immer meine Lippen so ein bisschen zu befeuchten. Weil ich merke einfach, gerade auf der Tonspur, immer wenn ich ein Plop-Geräusch mache, dann hört man das schon so ganz leicht, dass es halt kein schönes Geräusch ist. Sagen wir es mal so. Und es ist natürlich doof, dadurch, dass ich keinen Popfilter habe. Ich habe halt, habe ich ja schon mal vor einigen Parts erzählt, habe ich halt auf meinem kleinen Mikro, weil es ist halt ein kleines Membranmikrofon, und da dachte ich mir, komm, lohnt sich ein Popfilter halt nicht so. Da kaufst du dir einen Windschutz erstmal. Hört sich erstmal komisch an, ein Windschutz, was? Aber ein Windschutz ist schon ziemlich hilfreich für so draußen halt und alles. Und es filtert auch die meisten Plop-Geräusche. Und ich sag jetzt dieses Plop extra nicht so, ne? Stark, damit man es nicht so stark im Mikro auf der Audiospur hört dann am Ende. Und ja, das ist dann so ein bisschen, ich wollte nicht bis einsetzen, egal. Es ist auf jeden Fall ein bisschen komisch, wenn ich dann manchmal zu stark das mache, dann hört man es halt auf der Aufnahme, weil der Windschutz filtert halt nicht alles. Ich dachte halt, ja komm, das reicht halt. Es reicht auch eigentlich, aber wenn dann man halt gerade aufgestanden ist und nach dem Motto, bin ich halt vor gar nicht allzu langer Zeit, dann ist es einfach so, dass letztendlich die Lippen ziemlich trocken sind und dadurch dieses Plop-Geräusch noch stärker zum Vorschein kommt und dann bei jeder Aufnahme, die ich morgens habe, kommt dann dieses Geräusch zum Vorschein und naja, es ist nicht so der Burner, wenn man es dann die ganze Zeit auf der Aufnahme hört, ne? Ich glaube ich mal so. Deswegen muss ich mir irgendwann mal auf jeden Fall einen Popfilter kaufen oder einen Plop-Filter oder einen Popschutz. Es gibt halt verschiedene Namen dafür, wer halt nicht die Namen kennt. So, jetzt kennt ihr alle. Das ist halt einfach dafür, um die bestimmte Geräusche, die der Mund macht, zu filtern. Zum Beispiel H-Geräusche, K-Geräusche, P-Geräusche, T-Geräusche, sowas halt. So, ne? Und ja, ich glaube, alles wird bei mir gefiltert, außer die P-Geräusche. Denn die P sind die stärksten Geräusche. Und es ist gerade ziemlich nervig, dass einfach mein Newcraft nicht aufstehen möchte. Und ich bin auch einfach nur so dumm, weil, dass ich keinen Hyperheiler auf Newcraft einsetze.
Und ich brauche gerade 5 Minuten für einen Kampf gegen so eine schlechte Trainerin, die einfach 1000 Mal Kehrtwende macht. Und wieso setze ich Stärke ein? Ich verstehe es nicht. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit Säure einsetzen und setze es nicht ein. So, Stärke reicht nicht, obwohl es ein Volltreffer ist. Ich wollte auch nicht Biss einsetzen. Ich komme die ganze Zeit auf den falschen Knopf. Hilfe! Hilfe! So, Biss. Ich hoffe, das reicht einfach mal aus und bügelt meinen Fehler aus, aber natürlich nicht. Komm schon, lass mich einfach einmal mit Säure angreifen. Er macht Schlafpuder, es geht glücklicherweise daneben. Säure trifft und es sollte ihn definitiv jetzt besiegen. Und jetzt sollte auch das letzte Hubbelow gleich down sein durch die nächste Säureattacke, weil ich einfach die ganze Zeit auf die falschen Knöpfe gekommen bin und dann auch noch mich mit einem Hyperheiler nicht aufgeweckt habe, leider. Naja gut, im nächsten Part konzentriere ich mich, glaube ich, ein bisschen mehr darauf und gehe da nicht so viel off-topic, wenn ich schon so dumm bin wie gerade. Wobei, es ist einfach nur so, weil ich habe einfach ziemlich viel aufgenommen. Ich möchte auch noch mehr aufnehmen, denn mir fehlt einfach gerade die Zeit nicht, sondern... Was erzähle ich da? Mir fehlt gerade gar nichts, sondern ich habe gerade halt die Lust. Genau, so rum. Ich habe gerade Lust und deswegen, ja, mache ich das ja auch. Aber ja, wenn man zu viel auf einmal aufnimmt, ist das so ein bisschen unter dem Leiden des Kommentarstils, kann man schon mal so sagen. Und deswegen, ja, muss ich gleich erstmal eine Pause machen, das ist klar. So, und ich würde sagen, ich bin dann hier auf dem Part. Ich habe rumgeredet wie sonst was. Ich hoffe, jemand hat es überhaupt noch interessiert. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr bisher geschaut habt. Und auch Bewertungen, wie immer, sind gern gesehen. Ich bin jetzt im Urlaub, aber ich sehe es halt trotzdem, weil ich ans Internet komme, hoffentlich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.